Erst vor kurzem haben wir uns über eine sehr gängige Theorie unterhalten, die das gesamte Monsterverse für immer verändern könnte. Die Theorie, die besagt, dass Godzilla tatsächlich der große Endbösewicht in der allerersten Phase des Monsterverse werden soll. Worum genau es bei der Theorie ging, da habe ich ein Video dazu gemacht, das habe ich dir mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken und dir das Ganze in voller Länge anschauen. Im Endeffekt haben wir eben einfach nur besprochen, was denn jetzt dafür spricht, dass Godzilla im Endeffekt dann der Antagonist oder eher sowas wie ein Anti-Held werden könnte, gegen den man dann eben am Ende der ersten Phase des Monsterverse vorgehen muss. Jetzt haben wir weitere Informationen bekommen bzw. weitere Gerüchte, die aber auf einer Information fußen, die ihr bestimmt noch nicht kanntet, und tatsächlich schließt diese Theorie nicht einmal die Theorie aus, dass Godzilla wirklich der erste große Feind werden könnte. Und nein, Godzilla würde hier auch nicht sterben, er würde quasi besiegt werden, um dann wieder zurück als Anti-Held zusammen mit Kong gegen andere Monster zu kämpfen. So zumindest die Theorie, was Godzilla in der ganzen Nummer anging. Jetzt wurden allerdings weitere Informationen zu Godzilla Kong gedroppt. Und naja, diese Information beschreibt eigentlich nur ein ganz grobes Ziel in diesem Film, nämlich soll der dritte Kaiju-Weltkrieg verhindert werden. Das soll die Motivation sein, weshalb Godzilla und Kong gegen Skull King und Shimo kämpfen. Also was auch immer Skull King und Shimo vorhaben, das sollte oder könnte irgendwie zu einem dritten Kaiju-Weltkrieg führen, und genau das soll eben nicht stattfinden. Und ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Warum denn dritter Kaiju-Weltkrieg? Wir haben doch den einen Krieg, von dem wissen wir. Den haben wir in Godzilla vs. Kong schon so ein bisschen erläutert bekommen. Wir wissen, dass es damals auf jeden Fall Konflikte zwischen den Titanen gegeben hat und die wohl auch sehr starke Auswirkungen darauf gehabt hat, wer an der Oberfläche der Erde lebt und wer nun im Inneren der Hohlerde existieren darf. Das heißt, das, was Godzilla und Kong nun also verhindern sollten, wäre doch im Endeffekt der zweite Kaiju-Weltkrieg. Und nein, das stimmt nicht ganz, denn tatsächlich soll zusammen mit dem neuen Comic Godzilla Kong The Hunted, der kurz vor dem Film Godzilla Kong The New Empire spielt, ebenfalls eine Art von Timeline veröffentlicht werden, in welcher der erste Kaiju-Krieg eben mit Zeitdatum fixiert ist. Das werden wir auch dann wohl im Film Godzilla Kong nochmal genauer erklärt bekommen, da soll es ja einen gewaltigen Rückblick geben. Und dort ist ganz klar festgelegt, dass der erste Kaiju-Weltkrieg eben der Weltkrieg war, den wir in Godzilla vs. Kong angeteasert bekommen haben. Und der zweite Kaiju-Weltkrieg ist tatsächlich der Kampf gegen Destroyer, Quatsch. Ist tatsächlich der Kampf gegen Ghidorah in Godzilla King of the Monsters. Und da kann man erstmal ganz kurz stutzig werden. Ich hätte es vielleicht auch nicht als Weltkrieg jetzt gleich dargestellt, wenn man sich überlegt, dass das andere ja wirklich scheinbar auch ein jahrelanger Krieg gewesen ist und der Kampf gegen Ghidorah ging ein Wochenende oder ähnliches. Allerdings haben wir hier auch schon wirklich alle möglichen Spezies der Titanen zusammen gegeneinander kämpfen gehabt und dann eben auch wieder zusammen gegen Ghidorah, und man könnte das Ganze schon als Weltkrieg betiteln. Auf jeden Fall soll genau das laut diesen Gerüchten spätestens im Film Godzilla Kong festgelegt werden, dass der erste Kaiju-Weltkrieg eben der alte ist, dann der zweite der gegen Ghidorah und der dritte wird jetzt der aktuelle sein, welcher auch dann das Ende der ersten Phase betreffen soll. Tatsächlich soll die gesamte erste Monsterverse-Phase genau an diesen Punkt hinführen, dass der dritte große Titanen-Weltkrieg beginnt. Und dieser Weltkrieg soll nun zwei Parteien betreffen. Zum einen die Parteien der Titanen, zu welchen Godzilla gehören, aber auch andere Titanen wie Skylla oder möglicherweise auch Shimo. Und dann eben die anderen Parteien, unter denen sich unter anderem die Menschen befinden, aber eben auch die Kongs. Auch das Szenario soll angeblich wieder genau auf das zurückgreifen, was ein Adam Wingard einmal gesagt hat, zu Zeiten von Godzilla vs. Kong, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, da hat Adam Wingard gesagt, dass das, was in Godzilla vs. Kong begonnen hat, dass das ein wesentlicher Anfang für die Entwicklung von Godzilla sein wird. Darauf fußt ja dann auch ganz grob die Theorie, dass Godzilla irgendwie dann der Bösewicht werden kann. Wie gesagt, Video habe ich dir mal verlinkt in der Infocard oder eben unten in der Beschreibung. Da gehe ich dann auch ein bisschen genauer drauf ein. Aber ebenfalls wird uns auch in Godzilla vs. Kong der erste Kaiju-Weltkrieg ein bisschen näher gebracht. Wir bekommen erste Zeichnungen gezeigt. Wir bekommen erste Auswirkungen gezeigt durch ganz verlassene und zerstörte Städte. Wir bekommen quasi diesen Teaser zu diesem ersten Weltkrieg präsentiert. Der soll jetzt nun ja im Godzilla Kong Film, der ursprünglich den Arbeitstitel Origins getragen hat, in einem Flashback noch einmal genauer behandelt werden. Und der Grund dafür, warum wir jetzt noch mal so extrem auf diesen allerersten Kaiju-Weltkrieg eingehen, ist eben der,
dass das große Finale der ersten Phase des Monsterverse mit einem gewaltigen Krieg enden soll, nämlich mit dem Krieg der Menschen und der Kongs gegen die restlichen Titanen. Und wie gesagt, es ist noch überhaupt nicht klar, ob das wirklich so passieren wird. Es macht für mich immer mehr Sinn, weil diese Theorien immer mehr aufploppen und wir wissen es ja schon aus Godzilla Kong, die meisten Theorien sind dann auch irgendwie wahr gewesen, die wir hier behandelt haben. Und das waren, glaube ich, nur eine Handvoll, von denen wir inzwischen sagen können, dass die irgendwie nicht gestimmt hat. Ich meine, ey, Scar Kings Peitsche war die allererste Theorie, die wir hatten und die stimmt jetzt einfach. Das heißt, auch hier könnte man wirklich davon ausgehen, dass man diese Theorie vielleicht dann doch irgendwo aufgeschnappt hat, wo dann ein bisschen Wahrheit mit nach außen gesickert ist. Und es würde sehr Sinn ergeben, dass man nun einen Godzilla in einen interessanten Werdegang reinlockt. Und ich weiß, ein paar von euch gefällt es nicht, wenn Godzilla jetzt irgendwie der Bösewicht wäre. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass Godzilla mit der Zeit eben einfach zu mächtig wird, um ihn einfach nur als den, ja, als den guten Sidekick von Kong dastehen zu lassen oder andersrum. Kong ist der Sidekick von Godzilla, wie auch immer, haben wir einen viel zu overpowerten Guten auf der Seite. Vom rein inszenatorischen Storytelling her würde es Sinn machen, wenn dann auf einmal diese Figur, die wir als mächtig und powergeladen kennen, zum Antagonisten wird. Ich muss dabei so ein bisschen an Wanda Maximoff denken aus der Marvel-Reihe. Das hat ja im Endeffekt auch ganz gut gepasst. Auch ihr Werdegang war ja sehr interessant gewesen. Das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine unfassbar interessante Theorie, die wir jetzt mal beobachten werden, was da in der Zeit noch rauskommt, was uns vielleicht auch eine Post-Credit-Scene noch zeigen wird von Godzilla Kong. Auf jeden Fall heißt es aktuell, dass die gesamte Nummer in Richtung gehen soll, dass wir einen dritten großen Titanen-Weltkrieg sehen sollen, der sowohl an der Oberfläche als auch in der Hollow Earth stattfindet und eben, dass Godzilla erneut auf der Seite stehen soll, die gegen die Menschen und gegen die Kongs kämpft. Jetzt bist wie immer du gefragt, was hältst du von dieser Theorie? Sagst du, das finde ich eine geile Sache, würde ich cool finden, oder bist du eher der Meinung, dass das eigentlich, naja, ein bisschen weit hergeholt wäre und dass du Godzilla eigentlich gar nicht als den Bösen sehen wollen würdest. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.